Die weißen Berge mit Abraum aus der Salzproduktion sind die Wahrzeichen der Region. Monte Cani nennen sie den hier bei Heringen. Seit fast 40 Jahren schon wird er aufgeschüttet. 190 Millionen Tonnen Salzabfall. Und fast 1000 Tonnen kommen stündlich dazu. Giuseppe Muravia ist jetzt schon 30 Jahre bei K+S. Mit seiner Raupe verteilt er, was die Bänder auf den Berg spucken. Rund um die Uhr machen sie das hier, 365 Tage im Jahr.